2. Juni 2013. Ich gehe in mein Zimmer. Ich gehe zum PC. Ich fahre ihn hoch, öffne das Internet und logge mich bei Facebook ein. Passwort T-H-E-A-T-E-R. Es lädt sich ganz langsam hoch. Endlich bin ich drin. Und was ist das? Ganz viele Meldungen und Posts von meinen türkischen Freunden aus Istanbul, die ich bei meinem Schüleraustausch kennengelernt habe. Bilder von Wasserwerfern und Menschenmassen. Wörter wie Gezi-Park, Taxiplatz und Protesto werden gepostet. Was ist da los? Ich schreibe meine Austauschschwester an. Hallo Tuana, was ist bei euch los? Hey Lena, es ist hier sehr viel los. Alle Menschen sind auf der Straße und protestieren gegen Bebauungspläne von Erdogan. Er will den Gezi-Park in ein neues Einkaufszentrum umbauen. Gestern war es echt schrecklich. Meine Tante wurde verwundet, als sie vor den Wasserwerfern flüchtete und musste dann in ein deutsches Krankenhaus. Sie wurde mit 4 Stichen an ihrer Stirn genäht. Oh nein, das ist echt schrecklich. Vor meinem inneren Auge sehe ich direkt die wunderschöne Frau mit ihrem makellosen Gesicht. Und jetzt? Mit einer Verletzung? Sie arbeitet beim Fernsehen und muss jeden Tag vor der Kamera stehen. Was geht sie für ein Risiko ein? Wofür? Was ist passiert? Wie geht es den anderen? Die kommenden Stunden und Tage sollten die Türkei, so wie ich sie kannte, für immer verändern. Ende Mai bis Mitte Juli 2013 finden in der Türkei die größten politischen Unruhen seit Jahrzehnten statt. Die Proteste richten sich zunächst gegen die geplante Umwandlung des Gezi-Parks in ein Einkaufszentrum und gegen den Wiederaufbau einer osmanischen Kaserne. Der Protest weitet sich schnell zum landesweiten Widerstand gegen Erdogan und seinen autoritären Führungsstil aus. Bereits Anfang Juni stoppt ein Gericht in Istanbul das umstrittene Bauprojekt im Gezi-Park. Aber die Öffentlichkeit wird nicht informiert. Erst einen Monat später, Anfang Juli, wird die Presse von dieser Entscheidung berichten. Auch werden Kultureinrichtungen geschlossen. Ballett, Opern, Theater, Museen und Kinos. Die Kunst- und Kulturlandschaft wird auf hinterhältige Weise im Namen der Kunstfreiheit zerstört. Und die Pläne zur Bebauung des Gezi-Parks sind nur ein kleiner Teil eines riesigen urbanen Erneuerungsprojekts. Ganze Stadtviertel werden abgerissen und die Bewohner vertrieben. Die Fläche aller Shopping-Malls in Istanbul soll heute bereits der Großfläche Luxemburgs entsprechen. Umweltschützer warnen für den Folgen der geplanten Großprojekte. Die Nachricht von den brutalen Angriffen auf den Park durch die Polizei verbreitet sich schnell über die sozialen Medien. Es strömen immer mehr Menschen in den Park und gehen in anderen türkischen Städten auf die Straße. Im Gezi-Park entsteht ein utopischer Ort. Menschen unterschiedlichster Herkunft und mit verschiedenen politischen Ideen sprechen zum ersten Mal miteinander.
Wie wird es enden? Und du? Würdest du dieses Risiko eingehen?